Stefan Meross, 46, musste schon die ein oder andere Liebespleite einstecken. Nachdem zuletzt immer mehr Gerüchte laut wurden, dass es zwischen ihm und seiner Frau Anna-Karina Wojcik 30 kriseln soll, bestätigten sie nun, die beiden Schlagersänger haben sich nach nur 2 Jahren Ehe getrennt. Mittlerweile ist so eine Situation für Stefan aber auch gar nichts Neues mehr, jetzt ist schon Stefans dritte Ehe gescheitert. Zum ersten Mal schritt er 2006 vor den Altar, nach rund 12 Jahren Beziehung heiratete er Stefanie Hertel, 43, mit der 2001 schon eine gemeinsame Tochter zur Welt kam. Gemeinsam stiegen sie zu den Hoffnungsträgern der deutschen Volksmusik auf und galten als Traumpaar des Genres. Doch nach 5 Jahren Ehe ließen sie sich 2012 scheiden, später kamen Gerüchte auf, die Ehe der beiden Musiker sei arrangiert worden. Lange musste Stefan jedoch nicht nach der nächsten großen Liebe suchen, schon ein Jahr später heiratete er die Produktionsassistentin Susanne Schmidt. Aus dieser Ehe gingen 2 Kinder hervor, 2013 wurde eine Tochter und 2 Jahre später ein Sohn geboren. Doch auch sie konnten die Ehe ihrer Eltern wohl nicht retten, denn nach 3 Jahren war schon wieder Schluss mit Susanne. Mit Anna-Karina wagte Stefan dann 2020 den dritten Versuch, diesmal sollte es wirklich die letzte Liebe sein, die mit einem Heiratsantrag live im TV sowie einer Fernsehhochzeit inklusive Florian Silbereisen, 41, als Trauzeuge öffentlich zelebriert wurde. Doch auch diese Ehe wird nun wohl vor dem Scheidungsanwalt landen.